Es geht um den ersten Titel der neuen Saison in Frankreich. Der Meister Paris Saint-Germain trifft auf den Vize AS Monaco in der Trophée des Champions, also der Supercup. Und da sind einige Fans von Gigi Buffon da, der erstmals im PSG-Trikot in einem Pflichtspiel aufläuft. Und hier sehen wir den Trainer von Paris, nämlich Thomas Tuchel, der neue Mann. Leo Jardim weiterhin verantwortlich für die Geschicke von Monaco. In der Vorsaison hatte man viermal aus Sicht von Monaco gegen Paris verloren in vier Pflichtspielen. Und auch hier sah es zu Beginn nicht gut aus. Angel Di Maria, sechste Minute, gleich mit der ersten Gelegenheit für die Pariser, die mit einigen Stammkräften aufliefen, aber natürlich noch nicht mit allen. So sind die französischen Weltmeister allesamt noch im Urlaub. Und auch bei Monaco fehlten einige, darunter Radamel Falcao. So versucht es ein anderer mit dem Torerfolg. Juri Tielemans, der belgische Nationalspieler, die beste Gelegenheit für Monaco im ersten Durchgang. 25. Minute, das ist Colin Dagba, einer der ganz Jungen auf Seiten von PSG, die auf der Asienreise ihre Einsatzchancen bekamen. Das macht er stark gegen Serrano, scheitert dann aber an Diego Benaglio. Dann Freistoß, 33. Minute, Angel Di Maria und der sitzt, 1-0 für PSG. Und da war es dann doch mal ein bisschen lauter im Stadion von Shenzhen in China. Dieser herrliche Treffer von Di Maria über die Mauer hinweg, allerdings Benaglio kommt da zu spät aus dem Quark und kann diesen Ball nicht mehr abwehren, steht zu sehr in der Torwartecke. Und so kommt er zu spät, obwohl der Ball gar nicht so top platziert ist. Tuchels Freude hält sich auch erstmal in Grenzen, weil er gerade am Trinken war. Aber PSG hatte im Prinzip alles im Griff. Nur selten Monaco mal mit zwingenden Gelegenheiten. Hier die Flanke von Grandier und da kommt Ronny Lopez und wird im letzten Moment von Dagba noch gestört. Deshalb kriegt er den Ball dann nicht aufs Tor. Ende der ersten Halbzeit nochmal die Pariser mit Verratti. Dann das Zuspiel für den Außenstürmern Soki und in der Mitte ist es Christoph Nkunku, der den Ball nur noch über die Linie drücken muss. Stanley Soki, ein 19-Jähriger, der ein Vertragsangebot von PSG sogar abgelehnt hat. Er möchte am Ende der Saison eine neue Herausforderung suchen, weil er die Konkurrenz als zu stark erachtet. Das macht er ganz stark. Wea rutscht noch vorbei, aber Nkunku, der in allen Spielen auf der Asientour getroffen hat, trifft auch hier. Macht das 2-0, dann ist Halbzeit. Also klare Führung für PSG und er hatte den ersten Treffer gesetzt. Ein anderer war noch auf der Bank. Neymar, unter der Woche war er aus Brasilien nach China geflogen. Ein 30-Stunden-Trip war das. Deshalb auch noch nicht von Beginn an mit in der Partie. Verratti, schönes Zusammenspiel da mit Vea. Dann erkämpft er sich den Ball nochmal zurück gegen Tielemans. Und jetzt Achtung. Hier kommt der Geistesblitz von Verratti, Di Maria in der Mitte wäre Vea frei, aber er versucht es alleine, trifft nur das Außennetz, da wäre das Abspiel sicherlich die bessere Variante gewesen. Der Argentinier, der eine so schwache Weltmeisterschaft gespielt hat, läuft hier zu großer Form. Dann Minute 67. Nächste Aktion von Nsoki, der überzeugen konnte auf der linken Außenbahn und dann ist es Timothy Vea, der Sohn von Georges Vea, dem früheren Spieler von Paris und natürlich Milan, der mittlerweile Staatspräsident in Liberia ist. Sein Sohn, 18 Jahre alt, bereits US-amerikanischer Nationalspieler, ist ja in New York geboren, macht hier das 3-0 und damit bereits vorzeitig eigentlich alles klar durch die Hosenträger von Benaglio, glänzend vorbereitet von Nsoki. Und weiterhin nur PSG. Bei Monaco schwanden jetzt auch die Kräfte. Da war überhaupt nichts mehr drin. Einbahnstraßenfußball der Pariser. Verratti. Dann hat er nochmal das Auge. Und da kommt ein Nkunku. Der könnte den Doppelpack schnüren. Aber da erzittert nur das Lattenkreuz. Also nächste Großchance für die Hauptstädter. Und dann war Neymar Zeit. Da sind sie nochmal aufgewacht, die Freunde in China, die Fußballfans. Eine Viertelstunde durfte er so ein bisschen, ja, Punktspiel oder Pflichtspiel Luft schnuppern. Neymar kam für Verratti in die Partie, aber man merkte ihm an, dass es ihm noch an Spritzigkeit fehlt. Hat er seit dem Frühjahr nicht mehr für PSG gespielt, als er sich damals im Pokalspiel gegen Marseille den Mittelfuß brach. Da war für ihn die Saison vorzeitig beendet und er hat sich nur noch auf die Reha konzentriert, um bei der Weltmeisterschaft fit zu sein. Dann sind wir schon in der Nachspielzeit. Nochmal viel, viel Platz für Adrien Rabiot. Sein Zuspiel für Di Maria und er lässt sich das nicht nehmen. Macht das 4-0, den Schlusspunkt setzt er damit unter diese Partie. Ja, man kann schon sagen, PSG befindet sich schon in guter Form, obwohl ja Spieler wie Areola, Kimpembe, Mbappé vor allem oder auch Thomas Meunier, der Belgier, noch gar nicht ins Training eingestiegen sind und es auch noch vermutlich den ein oder anderen Transfer geben wird, vor allem auf der linken Verteidigerposition und im zentralen Mittelfeld.
ist Paris noch auf der Suche, aber man ist gut gewappnet für den Ligastart in einer Woche. Am Sonntag geht es ja dann los gegen Caen. Neymar wird sich bis dahin auch noch besser in Form bringen und dann war es soweit. Dann gab es natürlich auch noch die Trophäe, denn Paris hat zum 6. Mal in Folge diesen Supercup gewonnen, zum 8. Mal insgesamt. Also eine stattliche Bilanz. Gigi Buffon packt dann auch noch seine Sachen. Und hier sehen wir die Liga-Präsidentin Nathalie Bois de la Tour, die den Pokal übergibt an Kapitän Thiago Silva, der Sieger im Supercup. Souverän Paris Saint-Germain. Und für Monaco heißt es noch viel, viel arbeiten bis zum Ligastart. Man trifft am Samstag in einer Woche auf Nantes auswärts. In dieser Form wird sich Monaco allerdings schwer tun, hier gleich erfolgreich zu sein. Paris gewinnt den Supercup gegen Monaco mit 4:0.